Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. In diesem Video soll es eigentlich überwiegend über die Raubmilbe Amblysius californicus gehen. Das heißt, ich zeige dir, wie du sie vermehrst, wie du dir deine eigene kleine Armee züchtest. Das heißt, wenn du zum Beispiel Probleme mit Spinnmilben oder mit Blütentrips hast, dann ist doch dieses Video was vielleicht für dich. Bleib doch dran. Das heißt, ich würde auch wie immer das Video gerne in zwei Teile teilen. Natürlich habt ihr da unten immer noch irgendwelche Kapitel, dann könnt ihr euch das Video vor, zurückspringen oder wie auch immer. Das heißt, der erste Teil ist gerne oder ist so ein paar, sind so ein paar Informationen, die ich dir geben würde. Das heißt, worauf ihr achten müsst oder die Anwendungsbedingungen, die Zielorganismen, das heißt, gegen was könnt ihr das einsetzen. Wie groß sind die? Wie schnell vermehren sie sich? Was sind Raubmilben? Genau, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, zeige ich dir, wie das gerade bei mir aussieht. Das heißt, wie ich meine kleine Farm aufgebaut habe. Und der dritte Teil ist dann letzten Endes, was braucht ihr und wie vermehre ich sie? Oder was brauchst du letzten Endes und wie baut ihr das zusammen? Genau. Puh, fangen wir mit dem ersten Schritt an. Das heißt, Information. Genau, Amblysius californicus ist eine kleine Raubmilbe. Das heißt, was sind Raubmilben generell? Das sind circa 0,5 bis 1 mm große kleine Insekten, die für dich jetzt erstmal unschädlich sind, aber die fressen und die sind genau und die werden verschickt, um gewisse Organismen zu fressen oder irgendwelche Schädlinge zu fressen. Dafür sind sie da. Das heißt, in diesem Fall sind die Zielorganismen zum Beispiel oder gegen was könnt ihr sie einsetzen? Die gemeine Spinnmilbe, die Kaminspinnmilbe, die Obstbaumspinnmilbe, die Zitrusspinnmilbe und den kalifornischen Blütentrips. Gegen die Arten könnt ihr sie wirklich einsetzen. Ich habe mir sie überwiegend wegen den Tripsen gekauft. Oder wollte sie züchten oder habe sie gezüchtet. Genau, das heißt, üblicherweise kommen diese kleinen Raubmilben in kleinen Tütchen an. Die haben oben so eine kleine Lasche, die könnt ihr dann irgendwie ins Blattwerk hängen und dann krabbeln diese kleinen Viecher dann von Blatt zu Blatt und fressen dann eure gesamten Pflanzen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, die Pflanzen wirklich dicht zu stellen. Und dann sind die wirklich effektiver. Anwendungsbedingungen. Das heißt, Einsatzort ist das Gewächshaus. Klar, ihr könnt das auch in der Wohnung halten. Da leben sie natürlich nicht so lange, denn oder sie leben halt generell nicht so lange, wenn sie jetzt entweder keine Nahrung mehr finden oder nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, dann sterben sie natürlich wesentlich schneller, als wenn ihr sie jetzt in euren 70, 80-prozentigen Luftfeuchtigkeitsgewächshaus da einbringt oder aussät. Die Temperaturen sollten eigentlich überwiegend oder die Raubmilbe mag es zwischen 15 bis 38 Grad Celsius, wobei natürlich 30 Grad das die optimale Temperatur für dich ist. Oder für die Raubmilbe, für mich auch. Genau, wobei ich jetzt aber sagen muss, dass die Raubmilbe, also bei 33 Grad Celsius braucht die Raubmilbe ca. 1,8 Tage, bevor sie sich vermehrt. Das finde ich schon verdammt schnell, wie so ein kleines Raubmilbchen. Optimal, also die Luft zur Luftfeuchtigkeit optimal, mag die Raubmilbe ca. 75%. Genau. Die Raubmilbe, das heißt, wie sieht sie aus? Sie ist so birnenförmig, das heißt so gelblich-braun und ist sogar 0,5 bis 1 mm groß. Das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, wie groß die Sache ist oder wie groß die Raubmilbe ist, um dann später genauer zu wissen, was ihr eigentlich, worauf ihr wirklich achten müsst, dass da nichts so wackelt, dass da keine Löcher drin sind. Denn sie sind wirklich sehr gut, sämtliche Ritzen zu finden. Ich kenne das vielleicht von irgendwoher. Genau, das sind jetzt halt erstmal die Bedingungen, auf die ihr achten müsst oder warum, besser zu verstehen, warum ich was mache oder warum ich das so und so gemacht habe. Kommen wir zum zweiten Schritt. Das heißt, wie habe ich
die Raupen eben gerade gezüchtet. Das heißt, bei mir stehen sie aktuell in einem großen IKEA-Regal auf einer Heizmatte. Die ist aktuell nicht angeschlossen, denn ich nehme, oder aktuell ist gerade Juni und in meiner Wohnung sind circa 22 bis 25 Grad. Deswegen reicht das vollkommen aus. Deswegen mache ich jetzt da keine Heizmatte an. Genau, sie stehen in solchen kleinen Plastikboxen, dazu kommen wir aber später. Und da vermehren sie sich halt eigentlich wahnsinnig gut. Ich glaube auch, dass die so ein bisschen lichtscheu sind, deswegen lasse ich eigentlich immer oben meine Leuchte aus und da können sie sich jetzt letzten Endes vermehren, wie sie gerade lustig sind. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ein Problem. Und zwar ein Problem, was ich noch nicht gefixt habe. Ich glaube aber, woran es liegt. Und zwar vermehren die Tripse sich gerade außerhalb der Box schneller als innerhalb. Oder irgendwas an diesem System ist noch fehlerhaft. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich habe eine Vermutung, dazu kommen wir aber gleich. Oder komm, ich sag's euch einfach jetzt. Und zwar braucht ihr so ein kleines Mikrofasertuch. Und zwar, ich glaube, dass diese Raupen eben sich durch dieses Tuch fressen oder dass man was wesentlich Stärkeres braucht als das aus dem Baumarkt. Denn wenn man jetzt bedenkt, dass die zum Beispiel Blütenpollen fressen, ne? Das sind ja solche kleinen abgepackten Blütenpollen, die sind wesentlich hart und da beißen die sich durch, da hält so ein schlabbriges Tuch nicht. Deswegen habe ich die Vermutung, dass die durch das Tuch laufen. Ja, das ist das einzige Problem, was ich aktuell noch habe, was ich noch nicht gelöst habe. Genau. Kommen wir auch gleich zum Schritt 3. Das heißt, was müsst ihr jetzt erstmal haben, um solche Tripse züchten zu können? Das heißt, das Erste, was ihr natürlich braucht, ist so eine Plastikbox, in dem Fall mit Deckel. Ne, der hat ja so einen kleinen Henkel. Das fand ich auch sehr gut, denn hier hast du noch so einen kleinen Gummi und das presst sich halt wirklich sehr gut an. Da wackelt nichts, da sind auch keine Löcher oder Lücken drin. Da müsst ihr halt unbedingt drauf achten, denn 0,5 mm, ne? sind die kleinen Viecher groß. Das heißt, in dem Fall ist es die 3,7 Liter Box von Emsa. So sieht das aus. Genau. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist Klebeband. Oder auch Duct Tape. In dem Fall ist es das Uho Universal Tape Gewebeklebeband. Das ist 50 Meter mal 48 mm. So sieht's aus. Ich habe irgendwas genommen. Das Billigste, was es gab. Ich wollte halt nur eine dicke Oberfläche haben. Und es muss halt wirklich sehr, sehr, sehr stark kleben können. Das war mir halt besonders wichtig. Dann braucht ihr halt unbedingt noch, weil die kleinen Blütentripse fressen Blütenpollen. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Bio-Blütenpollen von Begut genommen. Das heißt, so sehen sie aus, kriegt ihr bestimmt auf Amazon. Das heißt, hier sind so kleine, harte, kleine Kügelchen drin. Riecht gut. Genau, kleine harte Kügelchen. Wenn ihr zum Kleben benutzt, halt wirklich irgendein Duct Tape oder so und keinen Heißkleber. Damit habe ich das auch schon versucht, das funktioniert nicht. Das könnt ihr euch wirklich sparen. Ihr braucht halt außerdem noch solche kleinen Förmchen. Die sind halt ausschließlich dafür da, um zum einen Wasser zu halten und zum anderen diese Blütenpollen irgendwie unter oder zu verstauen. In dem Fall sind es die und oder ist es der untere Teil von einer 1,5 Liter Wasserflasche. Habe ich einfach abgeschnitten, soll halt nur die beiden Sachen irgendwie halten. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Genau, ich habe persönlich noch, weil ich es zu Hause, also weil ich es bei mir habe, noch Seramis genommen. Und zwar mache ich hier, wo das Wasser drin ist, immer gerne noch ein bisschen Seramis rein. Ihr könnt aber auch entweder gar nichts nehmen, damit habe ich es noch nicht ausprobiert. Ihr könnt Moos nehmen, irgendwie Sphagnummoos oder Erde oder irgendwie sowas. Und zwar habe ich gedacht, dass es nur das Wasser ein bisschen mehr halten und speichern soll. Das fand ich jetzt den Vorteil daran.
Dann könnt ihr aber auch versuchen, einfach gar nichts zu nehmen. Aber wie gesagt, damit habe ich es noch nicht ausprobiert. Achso, genau, was ihr auch noch braucht, ist natürlich ein kleines Mikrofasertuch. Bei mir aktuell, ich glaube, das Tuch ist nicht das perfekte, denn ich glaube, dass man da noch ein bisschen was Härteres oder noch ein bisschen was Widerstandsfähiges braucht, was wirklich noch ein bisschen dicker ist als das hier. Ich war auch im Bauhaus und habe das Mikrowipe-Mikrofasertuch von Unger genommen. Genau. Und damit sind wir jetzt halt erstmal fertig, was ihr braucht. Genau, das heißt, wie gehen wir jetzt halt vor? Das Erste, was ihr natürlich macht, in den wunderschönen Deckel eurer Box ein kleines Loch reinzubohren. Wenn ihr jetzt einen kleinen Bohrkopf habt, na, manchmal gibt es ja auch diese kleinen Bohrer, die machen da so kleine Löcher in euer, so einen kleinen Aufsatz, das könnt ihr halt auch nehmen. Ich würde ein kleines Loch bohren. Das heißt, sowas wie hier, das heißt, so ein kleines Drittel oder Viertel ist halt wahnsinnig, ist halt schon okay. Was will ich damit bezwecken? Dass die kleinen Raupen eben Luft kriegen. Mehr ist es nicht. Das heißt, ihr schneidet euch jetzt hier ein kleines Loch rein. Ihr nehmt euer wunderschönes kleines Tuch, was ihr jetzt auch irgendwie immer genommen habt. Ihr schneidet euch hier eine kleine Kante rein. Legt die hier so ein bisschen drüber und klebt natürlich von innen. Klebt natürlich hier von innen und von außen einmal mit eurem superschönen Ducktape einmal rüber. Spart da nicht dran. Wie gesagt, die Raupenmilben sind einen halben Millimeter groß. Das muss wirklich sehr, 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 sehr dicht sein. Jede Lücke, die ihr da reinmacht und die Viecher krabbeln euch da raus. Von daher stellt das vielleicht gleich an irgendwelche Pflanzen oder so. Das heißt, wenn euch was ausbüxt, dann sind sie immerhin schon mal da, wo sie hin sollen. Auf den Pflanzen. Genau. Und dann habe ich mir noch genauer in dieses eine kleine Schälchen Wasser mit ein bisschen Seramis rein. Das soll nur zum Wasserspeichern da sein. In das andere kleine Gefäß kommen die Blütenpollen rein. Das heißt, wie viele? Na gut, ein bisschen, ein paar sind hier schon drin. Das reicht wirklich vollkommen aus. Hier. Das heißt, einmal so kurz mit ein paar Fingern reingegriffen und rumgestreuselt. Das ist halt wirklich vollkommen in Ordnung. Woran seht ihr, wann ihr nachfüllen müsst? Oder nee, noch eine andere Sache. Das heißt, hier ist die Box. Da lege ich jetzt beide Sachen rein. So zum Beispiel. Und die Sache ist gegessen. Was ihr halt auch noch braucht, sind diese kleinen Tütchen. Das heißt, wie viel habe ich genommen? Ich habe, glaube ich, irgendwas zwischen 1 und 5 Stück da reingelegt, denn ich wollte unbedingt, dass das funktioniert. Ich habe mir aber auch für meine Pflanzen gleich 50 Stück bestellt und die ich jetzt gerade übrig hatte, die habe ich jetzt da einfach reingeworfen, war nicht reingeworfen, aber hier an die Seite reingelegt. Und damit war die Sache für mich jetzt gegessen. Hat ein bisschen gedauert, ich bin ganz ehrlich. Ich habe da so ein paar Startschwierigkeiten habe ich gehabt, weil ich habe das zuerst mit Heizmatte versucht. Bis ich dann die Heizmatte ausgemacht habe, weil ich habe gesehen, okay, irgendwie ist mir das jetzt zu viel mit 25 Grad und dennoch Heizmatte an. Deswegen habe ich sie mal ausgemacht und bei 20, 25 gedeihen die Raupenmilben wirklich sehr gut oder wirklich so gut, dass sie sich selbstständig gemacht haben. Das heißt, wie seht ihr, wie ihr das nachfüllen müsst? Ich habe bestimmt die ganze Zeit halt oder irgendwie schon Video angemacht, wie ich das mache oder wie die kleinen Dinger wirklich genau aussehen. Und zwar bildet sich die fressen sich halt wirklich durch diese Körner durch. Das heißt, das wird so ein bisschen leicht staubig, ne? Oder von der Konsistenz her, die zermahlen diese kleinen Körner wirklich und da entsteht dann wie so ein kleiner Sandhügel. Das heißt, dann halt einfach ein bisschen was neu reinsprühen oder neu reinstreuseln, ein bisschen Wasser nachkippen und dann ist es das. Mache ich dann noch mit noch was anderes? Nee, ihr müsst nur versuchen, wirklich darauf achten, dass halt weder das Essen noch das Trinken alle wird, aber ich glaube, das ist ja selbstverständlich. Und damit seid ihr denn jetzt letzten Endes schon fertig. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, ein paar Startschwierigkeiten hatte ich. Wie bringe ich sie aus? Das heißt, ich wollte mir eigentlich vier von diesen Behältern bauen. Das heißt, wenn immer ein Behälter sozusagen voll ist, dann würde ich jetzt die ganzen oder die Tripse, wenn ich jetzt alles auf einen Haufen stelle,
dann würde ich jetzt halt einfach den Deckel abmachen und den einfach in die Pflanzen stellen. Oder ihr könnt euch auch mit irgendwelchen Kaffeefiltern, ne, diese kleinen U-förmigen Kaffeefilter, dann halt ein paar reintropfen und dann hängt ihr diesen Kaffeefilter einfach an eure Pflanze. Ihr könnt auch einfach einen kleinen anderen Behälter nehmen, hier ein paar Tripse, ein bisschen was zu essen rein und das dann halt einfach das in eure Pflanzen stellen. Das funktioniert halt auch super. Aber sozusagen, dass ich halt eigentlich immer einen Kasten habe, den ich komplett leer machen kann oder den ich dann halbiere sozusagen, dass mir die Pflanzen, dass mir die nicht ausgehen, funktioniert super. Aber wie gesagt, ich habe ein Problem, dass irgendwas davon ist undicht und ich weiß nicht genau, was es ist. Ich vermute, dass es das Tuch ist, aber gucken wir mal. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr da Probleme oder Schwierigkeiten oder noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr gerne das irgendwie in die Kommentare schreiben. Ich bin da ein bisschen, jetzt nicht faul, aber mir fehlt da gerade ein bisschen die Zeit dazu, euch zu antworten. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe das alles im Kopf, bloß das dauert bei mir immer ein bisschen, bevor ich euch antworte. Vielen herzlichen Dank dafür. Für jeden, der einen Daumen hoch oder einen Kommentar schreibt, egal was es ist. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche um 10 Uhr mit Wuff und dir. Bis gleich. Ciao, ciao.